Unser 2016-Rückblick geht weiter und nach den meistgeklickten News-Meldungen geht es jetzt um die meistkommentierten, also die kontroversesten News des Jahres. Wieder dabei ist der Fritz und wir schauen uns jetzt diese Zahl mal an und so viel kann man schon mal sagen. Hier ist nichts dabei, was wir schon gesehen haben. Nee, das ist vielleicht eine, bevor wir in die Details reingehen, vielleicht eine der interessantesten Sachen, weil man ja draußen nicht sehen kann, wie oft eine News geklickt wird. Man kann sich ja nur orientieren, wie viele Kommentare hat das und würde wahrscheinlich dann sofort den Rückschluss nehmen, naja, dann sind das auch die meisten, die News mit den meisten Abrufen. Ja. Und da gibt es einen gewaltigen Kontrast zwischen, wo viel rumgeschrien wird und wo tatsächlich Interesse besteht. Es sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Lager. Aber das passt ja ins Jahr 2016, wo wir gelernt haben, wo viel rumgeschrien wird. Da wird der Eindruck erweckt, es gehe um was sehr, sehr Wichtiges. Die Realität sieht anders aus. Die erste Meldung auf Platz 10, eine Hardware-Meldung. Und da wurde die neue GeForce-Generation, GeForce GTX 1080, vorgestellt und die 1070. Und da ist zum einen natürlich die Freude darüber, dass da jetzt, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, die 10er-Serie insgesamt günstiger waren als die 9er-Serie im Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ging vor allen Dingen auch darum, dass das überhaupt mal den nächsten Schritt gibt. Ja. Denn der war sehr lang zwischen dieser 9er-Serie und der 10er. War eine ziemlich lange Pause. Und da haben die Leute schon sehr nachgegiert, jetzt den nächsten Sprung zu machen. Und das ist ja auch echt ein wirklicher Sprung. Also da kann man schon mal noch ganz schön viel rausholen. Und solche Sachen, das sind auch, also da geht es dann sehr ins Detail bei den Diskussionen. Das sind klassische Themen, wo dann lange hin und her diskutiert wird. Wie ich finde, aber gerade bei den Hardware-Sachen in der Regel meistens ganz okay. Also es läuft nicht aus dem Ruder meistens. Sondern ich hatte so ein bisschen reingeguckt und es gab natürlich die zwischen den Lagern Nvidia und AMD, die dann natürlich sich da immer so ein bisschen in die Wolle kriegen, aber insgesamt ist das, glaube ich, alles okay gewesen. Ja, gut, ja. Dann gehen wir weiter zu einem super kontroversen Punkt, nämlich Star Citizen, Hasskampagne gegen Roberts Ehefrau, erfolgreich. Und Star Citizen, das ist ja seit jeher ein Thema, das auf der GameStar.de sehr wild diskutiert wird. Genau, die Star Citizen Community ist eine sehr diskussionsfreudige Community, muss man natürlich auch verstehen. Das sind Leute, die teilweise tausende Euro in so ein Projekt reingebuttert haben und sehr, sehr, sehr empfindlich darauf reagieren, wenn erstens Kritik kommt oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie wollen. Ist auch eine sehr diverse Gruppierung. Also es gibt sehr auseinander tendierende Gruppierungen da drin, muss man schon echt sagen. Es gibt wirklich die da sehr kritisch rangehen und wirklich alles sehr auseinandernehmen. Und dann gibt es wiederum Gruppen, die lassen da gar keine Kritik zu. Und die prallen auch intern sehr aufeinander in diesen Communities. Also da ist auch immer ganz schön viel Feuer los, was natürlich spannend sein kann, was aber auch leider in Zeiten der Internet-Kommentarkultur sehr oft in Hass-Threads und auch oft in Bedrohungen und solche Sachen umschlägt, wie das immer bei solchen heiß diskutierten Themen hast. Und nach außen hin wird dann auch noch mal sehr gerne abgeschottet, weil dieses Projekt ja im Großen und Ganzen auch einfach sehr, sehr viel Interesse und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat und auch ein paar unschöne Geschichten da rausgekommen sind. Und das war jetzt zum Beispiel so ein Höhepunkt, wo das eben leider sehr, sehr blöd lief. Sie ist jetzt inzwischen auch wieder da voll aktiv und so. Aber Star Citizen werden wir jetzt hier nicht zum letzten Mal sehen in dieser Diskussion. Zeigt aber wirklich, Star Citizen ist ein wahnsinnig kommentieraktives Thema. Ja. Nicht ganz so starkes Interesse generell da. Es ist schon eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, die das haben will. Aber die geht da ganz tief rein. Und also, wenn die halt erstmal, also wenn dann der User anfängt mitzudiskutieren, kommt natürlich das zweite und das dritte Argument. Sind halt dann eine kleinere Gruppe, die sich aber dann da mehr dran beteiligt. Genau. Gut, dann gehen wir mal weiter, weil wir kommen nochmal zu Star Citizen zurück. Aber hier ist auch Pokémon Go wieder mit dabei, aber wegen einem anderen Grund in Kirche gespielt, wegen Blasphemie inhaftiert. Ja. Religion an sich ist halt auch immer ein heißes Eisen, das lehrt uns die Weltgeschichte. Ja, da kommen ganz viele Themen zusammen. Da kommt natürlich erstmal Pokémon Go als unfassbar verbreitetes Spiel dieses Jahr. Und dann kommt eben noch so eine kontroverse Geschichte, ne? Mit von wegen in der Kirche gespielt. Gerade jetzt dann irgendwo in Rosam, wo dann eben doch vielleicht noch mal ein bisschen härtere Geflogenheiten herrschen. Und dann bauscht sich das natürlich auf. Da gehen die Diskussionen dann auch teilweise ein bisschen unschön in manche Richtungen. Wollen wir jetzt hier nicht zu sehr vertiefen.
Teilweise, das ist zum Beispiel, glaube ich, was, wo wir im nächsten Jahr noch stärker darauf achten werden, ob wir nicht dann doch irgendwann auch eine Diskussion mal zumachen ab einem gewissen Punkt, ja, weil es einfach ins, du merkst dann, es läuft ins Leere, es bringt dann auch nichts mehr. Wir machen das vermehrt, das wird natürlich auch dann wiederum kritisiert, von wegen Meinungsfreiheit beschränkt, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, aber da geht es in der Regel nicht mehr um Meinungsfreiheit, was da geschrien wird, sondern es geht nur noch darum, dem einen Hass ins Gesicht zu werfen und dem anderen Hass ins Gesicht zu werfen. Und das ist dann der Punkt, an dem wir sagen, ja, könnt ihr gerne machen, aber macht es bitte draußen auf der Straße oder auf eurer Webseite. Wir müssten ja auch mal hinzufügen, also der Phil und der Lukas, die unser Community-Management-Team gerade eben sind da natürlich sehr hinterher, da irgendwie einigermaßen eine angenehme Gesprächsatmosphäre herzustellen und halt auch Störenfriede rauszuschmeißen, aber die sind halt auch nur Menschen, die halt ein gewisses Pensum schaffen pro Tag. Und wenn das dann einfach eskaliert, dann muss man halt sagen, wir können das aus Arbeitsumfangsgründen nicht mehr leisten, das jetzt noch hinterher zu moderieren. Geht halt nicht mehr. Gut, dann kommen wir weiter zum nächsten Thema und das ist eigentlich seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. Kopierschutz, Raubkopierer fürchten, dass es in 2 Jahren keine Cracks mehr gibt. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen überrascht, dass Kopierschutz dann doch immer noch so ein großes Thema ist, wenn es um Raubkopien geht. Ja. Weil ich in meiner eigenen Wahrnehmung, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter werde, das ganze Thema Kopierschutz, Knacken und Tralala, das habe ich persönlich nur noch, wenn ich irgendwelche klassischen Retro-Spiele irgendwie zum Laufen kriegen muss. Ja. Weil da braucht man es teilweise. Aber bei allem, was neu ist, hast du irgendwie GOG und Steam und das hat man dann einfach. Von daher ist das gar nicht mehr so notwendig. Aber ich kann zum Beispiel auch total die Leute verstehen, die gerade jetzt hier dieser sehr umstrittene De Novo oder wie heißt, Kopierschutz oder generell, wenn dann noch zweite, dritte Sachen dazukommen, neben dem etablierten, wo ich jetzt mal schon sagen würde, Steam erstickt halt alles durch Service. Ja. Was ich habe mich daran gewöhnt und finde es okay. Aber wenn dann noch zusätzliche Sachen dazukommen, ich bin ja jetzt auch kein Riesenfan von, aber in Zeiten von Steam-Sales ist auch so ein bisschen so, das ganze Preisgefälle, empfinde ich zumindest, ein ganz anderes geworden. Also Spiele zu kriegen, ist heutzutage so unglaublich billig. Und wie schnell das billig und wie schnell die auch entwertet werden. Ja. Das sehen wir ja dann auch in der Industrie, was das für Folgen hat. Ne? Also die Folgen sind ja teilweise katastrophal in der Entwicklung. Von daher war ich ein bisschen überrascht, dass das doch immer noch so krass reinzieht. Aber es ist halt ein Klassiker. Und dann geht es natürlich auch selber so von wegen, was ich ganz angenehm finde, ehrlich gesagt, dass die Diskussion inzwischen auch sehr oft in Richtung geht, Kopierschutz ist eigentlich was Gutes. Denn so ein bisschen ist durchgekommen, wofür das am Anfang mal gedacht war, nämlich die Arbeit der Leute zu schützen, die das machen. Mhm. Und oft, gerade so als Steam noch nicht so etabliert war, war das ja sehr so die Idee, ja, die wollen ja nur unser Geld und das ist ja alles irgendwie immer böse. Und die Idee von, Moment, wir müssen auch dafür sorgen, dass das nächste Spiel noch kommen kann, was wir mögen. Ja. Und da, finde ich, ist die Diskussionskultur ein bisschen umgeschwungen in Richtung von, Leute, habt mal ein bisschen Verständnis dafür, dass es gewisse Kopierschutzmechanismen geben muss, denn ihr würdet auch nicht einen Monat lang ins Büro gehen oder in die Halle, Arbeitshalle oder keine Ahnung, wo auch immer man arbeitet und am Ende kommt jemand und sagt, ja, hast gut gemacht, aber dein ganzes Gehalt nehme ich diesmal. Ja. Aber auch das wieder, also diese Diskussion springt natürlich in beide Seiten und da gibt es wieder die Argumente und hier ist auch die Preisgestaltung und hier muss man irgendwie ein DLC und also es ist auf jeden Fall ein aufgeladenes Thema und deswegen nicht so überraschend, dass das hier drin ist. Es gibt da auch viel in beide Richtungen zu sagen, um Gottes Willen. Wir gehen weiter. Windows 7 und 8.1, kein Support für neue CPUs, PC-Hersteller raten zu Windows 10. Das ist natürlich so eine, wie sagt man, Hiobs-Botschaft, wenn irgendwie das Betriebssystem, das man gerade hat, hier in so eine Sackgasse reinfährt und Windows 10, da sind die Leute ja dann eh immer so ein bisschen, sollte man da jetzt upgraden oder nicht? Also kann ich schon verstehen, dass da die Diskussion. Das ist ein Klassiker, abgeht. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht so lange drüber reden. Gut, dann schauen wir weiter. Und schon wieder Star Citizen. Staatsanwalt eingeschaltet, Becker bekommt Geld zurück. Das, du hast es eben schon angesprochen, viele, also das Star Citizen basiert auf Crowdfunding. Viele, viele Leute geben viel, viel Geld aus für Raumschiffe, die es teilweise im Spiel schon gibt, teilweise noch nicht gibt. Und das Problem des Spiels ist ja so ein bisschen, dass der Zeitplan immer mal wieder angepasst wird und einige Leute sich da verschaukeln. Nur immer mal wieder, also das ist Dauerzustand. Ich versuche das so. Ich weiß, du willst gemeinverträglich. Du willst, dass unter dem Video drin steht, der Fritz ist ein Arsch und Michi ist super. Keine Sorge, das passiert von alleine. Ja, und hier geht es halt darum, dass jemand halt die Schnauze voll hat und halt jetzt sein Geld wieder zurückhaben möchte. Und natürlich löst dann so eine Entscheidung auch
ähnliches Verlangen oder ähnliche Wünsche bei anderen Leuten, die sich da vielleicht geprellt fühlen aus. Ja. Und andere sagen wieder, aber du hast doch, du unterstützt ja die Entwickler und du hast doch nicht das Geld dafür gegeben, dass du das Raumschiff kriegst, sondern unterstützt, also es geht hin und her. Da geht es auch ein bisschen natürlich in die Richtung, dass auch ein großer Teil von Leuten so eine gewisse Vorfreude auf die Schadenfreude über das Projekt haben. Ich glaube, es gibt viele Leute, die dem fast hoffen, dass das failt, also dass das nichts wird, damit sie dann sich hinstellen könnte, so, ich hab's ja gesagt. Ja. Was natürlich auch scheiße ist. Also ja. Gut, ich muss auch gestehen, ich würde keine 1.000 Euro für ein Raumschiff reinstecken. Das aber ich möchte schon am Ende gerne eine coole, also das Multiplayer-Spiel interessiert mich nicht so sehr, aber Squadron 42, da bin ich halt super scharf drauf. Und da zahle ich dann auch meine 70 Euro für, das ist alles vollkommen okay. Das möchte ich schon gerne, dass das am Ende rauskommt. Und dadurch sind halt, also sind wirklich so viele Fronten, die da stehen, in immer unterschiedlichen Konstellationen und die machen dieses Thema so reizanfällig. Ja. Also es geht ja nicht nur um die Community intern, sondern eben auch den ganzen Schwung draußen. Es sind ja auch unglaublich viele Neider um dieses Projekt herum. Das muss man ja auch bedenken. Das ist aber bei großen Sachen immer. Und gerade der Chris Roberts ist halt auch jemand, der eine Vision hat und für den ist das denn nicht unbedingt so wichtig, wann er da ankommt. Und viele Leute, die große Hoffnungen in dieses Spiel haben, ist es auch nicht so wichtig, wann sie da ankommen. Aber es gibt auch ein paar Leute, die sagen, ja, also sind wir bald da? Ne? Und solange die beide Seiten kann man noch hübsch stehen. Ist, bitte, ja. Gut, da mussten sie ja eh alles umbauen. Gut, dann schauen wir weiter auf unseren Platz 4. Und das ist auch ein Garant dafür, dass kontrovers diskutiert wird. Branchenanalyst Michael Pachter, der gerne mal Sachen raushaut, die man so als Spieler nicht unbedingt gerne hört. Und eher so aus seiner, wie auch dieses Bild, was ihn so ein bisschen versnobbt als Dr. Evil darstellt. Also eher aus seiner Analystensicht, da sich ein bisschen wenig drum schert, wie das ankommt. Ja, also den will ich jetzt gar nicht groß drüber reden. Bin eh nicht so ein Riesenfan von dem Typen, weil wie oft werden seine Voraussetzungen mal zutreffen und wie oft nicht. Aber er ist natürlich schon eine bekannte Person in diesem Umfeld und über ihn spricht man, auch was er sagt, das wird aufgenommen. Das hast du, glaube ich, mit solchen Kommentatoren in dem Bereich immer, also gerade wir sind es eher gewohnt aus anderen Bereichen, vielleicht bei Spielen manchmal nicht ganz so stark. Er ist da eben eine so eine etablierte Größe. Mein Gott, und dann wird da halt rumgestritten. Zudem ist, da ging es dann auch nochmal sehr hin und her. War das jetzt echt? War es nicht das echt? Eben, das kam noch dazu. Die Meldung ist mehrere Tage nochmal aktualisiert worden, dass immer neue Entwicklungen gab. Und dann dauert so eine Diskussion natürlich länger. Genau. Gut, dann kommen wir zu Platz 3. Red Dead Redemption 2, offiziell angekündigt, herbe Enttäuschung für PC-Spieler. Nachvollziehbar, dass das nicht so gut ankommt. Und auch mal wieder, ähnlich wie bei den Top-News, mal eine der wenigen klassischen Spiele-News. Ne? Also ganz, ganz wenig. Wie gesagt, das ist auch alles jetzt hier, die sind nicht mal ansatzweise in dem Bereich von Meldungen, die so gut geklickt sind, dass sie die besten des Jahres sind. Also wirklich nicht mal ansatzweise. Also nicht vergessen, es geht jetzt in diesem Video nur um Kommentare, nicht um die Klickzahlen auf die Meldungen. Das hatten wir im letzten Video gemacht, da würde sowas es eher schwer haben. Das ist ein absolutes absolute Differenz zwischen diesen beiden. Genau, und das ist ja eigentlich, also ich finde es gerade schön, dass mal wieder ein klassisches Spiel irgendwie gesprochen wird. Und da ist natürlich viel Wut drin, von wegen, erst wird so eine PC-Ankündigung sehr, 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 sehr deutlich vom ersten Teil angedeutet. Also das war schon wirklich so mit von wegen, oh, ja, das kommt schon, ne? Ja. Und dann jetzt hier beim zweiten sagen sie zumindest wenigstens sofort, ja, jetzt erstmal noch nicht für den PC. Aber es ist halt schon sehr enttäuschend, gerade wenn man weiß, wie nah inzwischen ja auch PS4 und Xbox One auch von ihrer Architektur am PC dran sind. Ja. Das war bei der PS3 hatte man zumindest immer noch so dieses Argument, ja, die PS3 ist so anders. Ja, deshalb lief ja auch alles fast alles besser auf der Xbox One, die am PC näher dran war. Auf der 360. Auf der 360, so rum. Und jetzt sind die aber so nah beieinander und so viel kommt dann doch irgendwie für alle Plattformen raus und dann ärgert es einen einfach. Und ich verstehe den Move auch nicht so ganz, was das soll. Ich glaube, es fühlen sich halt viele so ein bisschen an die ganze GTA-5-Geschichte zurückerinnert, wo man eben auch dann aus Missmut, obwohl man jetzt klassischer PC-Spieler ist, aus Missmut, dass es dann nicht kam, sich vielleicht dann doch noch dazu breitschlagen hat lassen, die Konsolenversion zu spielen. Dann kam es nochmal für die Next-Gen-Konsolen und dann erst danach für den PC. Und ich glaube, man will das jetzt halt nicht schon wieder mit sich machen lassen, so ein bisschen. Und vor allen Dingen bei dem Ding fehlt ja jetzt auch diesmal das Argument, dass man sagen könnte, okay, ihr kriegt es dann mit dem Next-Gen-Lauf quasi. Das geht ja nicht, weil
die Next-Gen ist jetzt gerade da im Konsolenbereich. Selbst wenn jetzt der nächsten Herbst, wo das Spiel ja auch rauskommen soll, die Scorpio noch kommt, es wird dann nicht irgendwie nochmal eine super extra Version für die Scorpio geben, weil der Markt dafür wahrscheinlich nicht da sein wird. Wir werden halt ein bisschen Sachen hochdrehen können, könnte ich mir vorstellen. Aber das war es dann auch wieder. Und ja, das ist, glaube ich, viel Wut und Unverständnis dafür da. Allerdings auch gefühlte Wut und Unverständnis. Oder sagen wir mal Unverständnis im Sinne von, man weiß die Hintergründe natürlich nicht. Denn die Realität ist eben leider auch, dass im Bereich dieser Spiele der PC einfach fast keine Rolle spielt. Ja. Also die Zahlen, die der PC in diesem klassischen Bereich nach Hause fährt, ganz vergessen. Und von daher sind die Konsolen da einfach wichtig. Ja. Gut, dann kommen wir zu Platz 2. Und das hätte auch auf einer anderen Technologieseite so laufen können. Das ist nicht unbedingt ein Spielethema. Strafanzeige gegen Mark Zuckerberg. Überall. Facebook-Chef wegen Volksverhetzung angezeigt. Gebe ich dir recht, das hätte auf jeder Tageszeitung. Das lief garantiert auf Spiegel Online hoch und runter und tralala. Und also, dass eine Meldung über den Chef der Plattform, die auf der am meisten rumgezankt, rumgehatet, rumdiskutiert wird, viel diskutiert wird, Surprise! ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Nee. Also. Dann gehen wir dann gleich weiter zu unserem Platz 1 der meistkommentierten Newsmeldungen 2016. Oculus Rift, Preis des VR-Geräts steht fest, Vorbestellung ab sofort möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte, dass der Zündstoff in der Meldung kommt daher, dass das das erste VR-Headset ist, dessen Verkaufspreis, dass man sich mal so diese Dimensionen, wie viel Kohle man für so ein Ding lassen muss, ist einem dann erst bewusst geworden. Und du hast natürlich das eine Lager der VR-Enthusiasten, die diesen Tag entgegenfiebern, und die Skeptiker, die denken, hey, wieso soll ich mir das kaufen? Und schon im Vorfeld, also ich glaube auch, dass viele Leute, die sich auf VR gefreut haben, einen ganz schönen Dämpfer bekommen haben, als sie gemerkt haben, boah, so teuer soll das sein. Und dann ist man natürlich vielleicht auch nicht mehr so enthusiastisch dabei, das zu verteidigen, wenn man merkt, wie viel, was stand hier, $500, €700 für das Ding. Ich meine, inzwischen haben wir auch eine PlayStation VR, die ein bisschen günstiger ist, aber ist natürlich auch kein Pappenstiel. Wir sehen ja auch jetzt zum Ende des Jahres, Oculus Rift und HTC Vive sind auf keinen Fall im Massenmarkt angekommen. Mhm. Also absolut nicht. Auch die Spiele, die dafür entwickelt werden, gerade wenn sie exklusiv sind, haben ein großes Problem, wenn sie nicht gerade noch von den Entwicklern supported werden. Mhm. Und die PlayStation VR selber kommt so ein bisschen an, aber fällt jetzt auch unter die Erwartungen, obwohl sie so preiswert ist und natürlich auch technisch einfach schwächer. Ja. Wer die beiden oder die drei Geräte mal im Vergleich aufhatte, der wird es sofort sehen. Und beim PC kommt natürlich dann noch die ganze Komponente dazu. Läuft das auf deinem PC? Funktioniert das da? Brauchst du auch einen potenten Rechner, ja. Das brauchst du auch. Dass das nun eine so krass diskutierte Meldung war, muss ich gestehen, also dass es auf Platz 1 gekommen ist, überrascht mich schon ein bisschen, zeigt aber auch wieder die krasse Diskrepanz zwischen Kommentar und Abrufen, denn diese Meldung war nicht sonderlich doll abgerufen. Also viele Leute haben sich dafür nicht interessiert. Mhm. Aber die sich dafür interessieren, die diskutieren natürlich sehr hitzig darüber. Also man ist da schon in einem kleinen Kreis, aber da geht es dann richtig, richtig zu. Und wie gesagt, also ich hatte nicht gedacht, dass es sich so, so hochschaukeln würde. Hat mich ein bisschen überrascht, weil ich hätte einen... Also Strafanzeige oder sowas gegen Mark Zuckerberg. Das hätte ich meinen, dass das brisanter ist, aber... Ja, erwartet, aber naja, mal sehen. Die Zahlen lügen nicht. Genau. Naja, doch, eigentlich schon. Das ist die Message, die wir euch mitgeben wollen. Sie können die habe ich alle angelogen. Genau. Das war es soweit von unseren meistkommentierten Newsmeldungen 2016. Wir haben in unserem Jahresrückblick aber noch einige andere Stationen. Wir wollen uns noch angucken, welche Videos am meisten geguckt worden sind und natürlich, welche Artikel am meisten geguckt, also gelesen und kommentiert worden sind. Also würde mich auch freuen, wenn ihr dazu wieder einschaltet. Bis dann. Ciao. Ciao.